Online ist mal wieder einiges los bei den Harz und Herzlich Stars aus Mannheim. Petra meldet sich mit einem Statement-Video, in dem sie mit fiesen Gerüchten aufräumt. Das Leben in den Benz-Baracken in Mannheim ist geprägt von existenziellen Sorgen und Arbeitslosigkeit. Dennoch verlieren die Bewohner der ehemaligen Arbeitersiedlung nie die Hoffnung und unterstützen sich gegenseitig, wo es nur geht. Das wird in der RTLZWI-Sendung Harz und Herzlich verdeutlicht, die sich seit Jahren großer Beliebtheit erfreut. Harz und Herzlich, Petra und Pascal online, von RTLZWI auf TikTok. Nicht nur im TV, auch auf Social Media verfolgen viele Zuschauer das Leben der Benz-Barackler. Einige konnten sich dadurch sogar ein Einkommen generieren. Der Mannheimer Pascal aus Harz und Herzlich verdient mittlerweile mit TikTok-Livestreams mehrere hundert Euro im Monat. Auch seine Mutter Petra ist äußerst aktiv in den sozialen Medien. Die sechsfache Mutter wird online jedoch nicht nur gefeiert, sondern erhält viele auch viel Hass. Unter anderem, nachdem Petra aus Harz und Herzlich mit schweren Vorwürfen von ihren drei entfremdeten Kindern konfrontiert wurde. Doch gegen die neuen Vorwürfe, die aktuell gegen sie in den sozialen Medien erhoben werden, wehrt sich die 53-Jährige vehement. Petra aus Harz und Herzlich wehrt sich auf Instagram gegen Lügen ohne Ende in einem Instagram-Reel mit der Beschreibung Lügen ohne Ende, erklärt Petra, dass sie am vergangenen Sonntag, den 5. Mai gemeinsam mit ihrer Tochter Selina, ihrem Sohn Pascal und dessen Freundin auf der Mannheimer Messe zu Besuch war. Dort haben sie es sich laut eigener Aussage mega schön gemacht. Parallel befand sich ihr entfremdeter Sohn Nico Jonas ebenfalls auf der Messe. Im Nachhinein wurde anscheinend in den sozialen Medien verbreitet, dass Petra und Co. Angst vor einem Zusammentreffen mit Nico Jonas hätten und deswegen schnell von der Messe geflohen wären. Doch das möchte Petra keineswegs auf sich sitzen lassen. In ihrem Reel erklärt sie aufgebracht: Lasst diese dummen Sachen, was ihr hier reinschreibt. Wo haben wir Angst? Also, ich hatte noch nie Angst und die werd ich auch nie haben. Harz und Herzlich Fans stehen Petras Aussagen kritisch gegenüber. Die User in den Kommentaren sind mal wieder kritisch, was Petras Aussagen angeht. Auch der Umzug der Harz und Herzlich Familie nach Dessau wird in Frage gestellt. Doch davon lässt sich die Mannheimerin nicht beirren. Nur kurze Zeit später postet sie ein weiteres Statement-Video auf ihrem Instagram-Kanal, in dem sie das Wort erneut an ihren entfremdeten Sohn richtet.